Freie Zeit ist beendet. Wir sind wieder zurück. Wir haben eine große Runde heute. Das hat aber auch einen Grund. Den werde ich auch gleich erläutern. Der Rudi Mach, der Vorsitzende von TSV Peißenberg, ist da und er wird heute ein bisschen Übersetzer machen. Und zunächst einmal schön, dass Sie da sind. Kurzen Applaus für die. Den Trainer der Gäste, Stanislav Miziare. Ich glaube, das ist richtig. Schön, dass Sie da sind. Dobri večer, muss man ja, glaube ich, sagen. Guten Abend. Dann haben wir den Anton Bertel, glaube ich, heute der Mann des Tages. Das kann man so sagen. Und ich glaube, jemand, der mich wahrscheinlich unglaublich vermisst hat die letzten 3 Wochen, Gott sei Dank treffen wir uns wieder. So, meine Herren, fangen wir an mit den Gästen. Rudi oder Stanislav, wer eben will. Ich glaube, Haut heute so teuer wie möglich verkauft. Halt mal und wir tauschen das Mikro. Zuerst gratulieren wir Bayreuth zum Sieg. Der war letztlich verdient. Wir sind schlechter als die Startlinie gekommen und haben dann Gott sei Dank 2 Tore geschossen und das Spiel war dann sehr auf der Kippe. Im Mitteldrittel hat uns der Doppelschlag, glaube ich, in der 30. Minute das Genick gebrochen. Da sind wir dann so weit in Rückstand geraten aber trotzdem gut ab von der Moral, von der Mannschaft. Die hat das Spiel immer eigentlich auch bis zum Schluss offen gehalten. Wir haben immer noch Chancen gehabt und haben halt dann im Abschluss, euer Torwart hat sich dann gesteigert und leider sind wir nicht mehr hingekommen. Wir haben dann nochmal alles probiert und eigentlich gut ab. Wir haben uns gut verkauft. Danke. Ich glaube, bei uns war es gerade umgekehrt gewesen. Super angefangen, 2:0 schnell geführt. Dann gab es einen kleinen Einbruch, aber dann habt ihr euch wieder erraten. Wie hast du das Spiel gesehen? Naja, also ich denke gerade nach den letzten 2 Spielen, wo wir jetzt die Niederlagen gehabt haben, war der Start für uns halt sehr wichtig, dass wir gleich 2 Tore gemacht haben. Und ja, zwischendrin ist wieder eng geworden, aber ich denke im Großen und Ganzen hat es sich verdient. Und bei dir, ich glaube, du hast dich heute super gefühlt, hat man gesehen, was auch die Tore nicht dich erzwingen wollen. Läuft bei dir gut? Naja, der Wille sollte immer da sein. Ja, ist ja eine Erholung dabei, das kann man schon sagen. Fühlst du dich jetzt durch die Umstellungen wohler als vorher, als in der 2. Sturmreihe? Das ist eigentlich für die Sturmreihen ja ziemlich egal, weil ich bin jetzt eh vor der Saison umfunktioniert und zum Mittelstürmer. Und letztendlich haben wir immer dieselbe Aufgabe. Und ich habe halt zwar super Nebenleute gehabt, aber die habe ich sonst auch. Wie ist es eigentlich für dich? Du kommst ja aus Top-Junioren-Liga, Umstellung zum Herren-Eishockey, sage ich jetzt mal. Wie war das bislang gewesen in der Saison für dich? Also vom Tempo her muss ich sagen, ist das eigentlich sogar ziemlich gleich, weil in der DNL ist doch ein ziemlich hohes Tempo. Aber man merkt jetzt schon, wenn man hier in die Ecken läuft und die trifft dann mal ein 30-Jähriger weg, dann ist das was anderes. Das kann ich mir vorstellen. Das sind einige harte Typen in der Mannschaft, auch bei den Gegnern natürlich. Die Bilanz jetzt am Wochenende in Sonthofen 3-1 verloren, kann man glaube ich auch, ist okay, würde ich sagen. Also was wir verlieren, ist eigentlich nie okay, aber wenn man sieht, wie viele Verletzte ihr gehabt habt, glaube ich, kann man auch mal sagen, so ein Spiel kann man auch mal verlieren. Ja, also ich denke, mit dem Kader, wo wir in Sonthofen waren, ist das auf jeden Fall, in Sonthofen darf man sowieso verlieren, weil Sonthofen ist eine spitze Mannschaft in der Bayernliga und wir haben uns echt gut verkauft. Und ja, die 3 Punkte haben wir heute wieder geholt. Und nächstes Spiel machst du wieder 3 Punkte. Das ist eigentlich egal, solange wir 3 Punkte haben. Ja, wunderbar. Aber danke, Anton. Gut. Glaube ich, verdient der Sieg letztendlich. Und angesichts der Verletzten, das habe ich heute schon gesagt. Ja, aber es ist natürlich wichtig, das ganze Spiel war sehr lange Zeit auf Messerschneide gestanden, als wir dann nochmal 5-3 gegen uns hatten. Habe ich schon mal den einen oder anderen Daumen mehr gedrückt und Ärger gedrückt, weil da hat natürlich dann Peißenberg arg gedrückt.
Und wenn wir in der Phase natürlich ein Tor schnappen, dann im Augenblick, so wie wir im Augenblick aufgestellt sind von den Spielern her, wir haben heute auch wieder 5 Junioren dabei gehabt und spielen, also die haben gespielt, also nicht dabei gehabt nur, sondern die haben gespielt. Das ist natürlich schon, musst arg kämpfen. Letztlich guter Ausgang für uns. Ich kann heute Nacht gut schlafen, dafür habe ich mich bei der Mannschaft bedankt. Und trotzdem Gratulation an, also aus einer Reihe jetzt, aber die haben trotzdem gut gespielt, clever gespielt auch wieder. Die haben natürlich ziemlich defensiv, also die haben die neutrale Zone gut zugemacht. Wir haben ihnen im ersten und auch bis Mitte vom zweiten Drittel den Gefallen getan, dass wir immer wieder versucht haben, da in der Defensive, in der neutralen Zone im Pass zu spielen, da sind die wieder dazwischen reinkommen und schnell umgeschalten auf Angriff. Da war es dann immer gefährlich für uns. Also das ganze Spiel war echt auf Messerschneide und die hatten zum Schluss auch noch 2 Pfostenschüsse und dann wir hatten noch einen Lattentreffer zwar mit dem Kurt Geiger, aber also das ist für uns losgegangen. Wie sieht es denn mit den Verletzten aus? Das haben wir heute ja schon mehrfach angesprochen. Wer ist fit in den nächsten Spielen? Kann das kurz mal durchgehen? Also, ich muss ja dazu sagen, bei uns ist ja mittlerweile das 400-Hülle. Die machst du auf und du weißt nicht, was drin ist. Ich weiß nicht immer ganz genau, ich wusste am Freitag nicht, wer spielen kann und wer nicht spielen kann. Ich wusste das heute auch nicht. Jetzt ist dann der mitten, während nach 8 Minuten kam der Maixe zu mir und sagt, du, ich kann nicht, ich fühle mich total schlecht, ich kriege keine Luft, er ist erkältet. Dann habe ich wieder Marco zum Beispiel, der war dann schon vorne, da musste ich den wieder hinten rein tun. Also, und auch vom Spielerischen, auch wenn die Zuschauer das jetzt so halt sehen, das ist einfach, wir sind überhaupt nicht eingespielt, wir spielen fast jedes Spiel mit einer anderen Aufstellung und Formation. Und für das, finde ich, sind wir immer noch gut im Rennen. Also da darf man auch nichts sagen, wir holen ja trotzdem die Punkte immer noch. Und die Langzeitverletzten, also Michael Bartosch haben wir jetzt wirklich eine Zwangspause verordnet. Wir haben, der versucht es immer wieder, der ist total ehrgeizig, aber dann ist es oft zu früh. Heißt, also, spielt am Wochenende auch nicht? Das kann ich jetzt nicht sagen, also es hängt schon mit Physiotherapie und Arzt zusammen, und wenn die dann in Warnung geben. Der Flo Müller, der wird auf alle Fälle noch länger ausfallen. Man vergisst oft einen Meier. Ja, Wolfgang. Also James, der auch natürlich eine echte so Kampfkraft mitbringt und der uns auch dann in manchen Situationen fehlt. Also ja, das kann dauern. So. Und wir müssen halt einfach von Spiel zu Spiel schauen und wenn es halt nicht ganz so üppig ist, immer spielerisch, mein Gott, ich kann es jetzt auch nicht ändern. Wir können natürlich, wenn wir ständig neue Ausfälle haben und ständig, das ist also ein Wahnsinn, schon fast. Bei mir, wenn das Telefon läutet, kriege ich einen Schock, um Gottes Willen, und dann ist meine Mutter. Ich habe schon gedacht, bei Liga. Und dann sage ich, ja gut, ich kann die Entwarnung nicht mal. Ich habe schon gedacht, bei Liga anrufen, dann ist auch ja, na, ja. Rudi, jetzt gib mal einen Tipp für das Spiel gegen Miesbach. Jetzt, wie soll er spielen gegen Miesbach? Ihr habt gewonnen 5-4, da haben wir natürlich. Ja, Miesbach ist ein angeschlagener Gegner zurzeit. Bei denen spielen auch Nerven eine Rolle. Die brauchen auch jeden Punkt. Und wir haben sie im letzten Drittel niedergekämpft. Und es war ein Schlaggeber. Gut. Einen Satz vielleicht noch zu dem Miesbach-Spiel. Ja. Wenn ich sicher wüsste, wie ich gegen Miesbach, mit welcher Aufstellung ich gegen Miesbach spiele, dann könnt ihr jetzt einen Satz dazu sagen. Natürlich, es ist immer so, wir wollen gewinnen. Ja, aber als Peißenberg dahergefahren ist, da haben die genau dasselbe gesagt. Also wir können da auch, Jungs, gebt Gas, wir können 3 Punkte holen. Das ist immer das Gleiche. Letztlich wird das auch wieder enge Geschichte, da bin ich jetzt schon sicher. Und sag ich mal so, es ist auf alle Fälle das, was wir im Augenblick machen, ist gut für die Zuschauer, es ist immer Spannung da. Ja, und Tore fallen auch. Ja, fallen auch. Weil ich mal ein bisschen zu viel gegen uns, aber muss auch. Ja, ja. Schlusswort für die Gäste. Danke.
Würde jetzt auch mein bestes Tschechisch rausholen. Wenig vorhanden ist Tschechisch. Rudi macht das für uns. Gegen Schongau seid ihr, glaube ich. Und was habt ihr euch vorgenommen? Wir spielen am Freitag gegen Schongau und ist ein Derby. Und normalerweise gibt es nichts anderes wie ein Sieg in Schongau. Da gibt es nichts anderes. Und wir wollen den Sieg auch am Freitag. Und am Sonntag haben wir Nürnberg und wir schauen, dass wir da 6 Punkte die Woche in die einfahren. Wir wollen die Punkte, die wir heute da liegen haben lassen, wenn wir nächste Woche in die. Ja, super. Dass er gewinnen muss. Oder? Ich bedanke mich, Rudi, dass ihr das mitgemacht habt. Oder? Simultan übersetzt. Gibt es denn noch Fragen? Keine Fragen? Dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Wünsche Ihnen noch viel Spaß. Vielleicht noch das eine oder andere Bierchen hier und ansonsten kommen Sie gut in die Woche.